Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde, dem ich dir gerne erklären möchte, wie du mit Hilfe von Zehnerpotenzen schnell mit Dezimalen und dekadischen Einheiten multiplizieren kannst. Bei dieser Aufgabe sollst du die fehlenden Exponenten der Zehnerpotenzen in die Kästchen eintragen. Zunächst möchte ich in aller Kürze die wichtigsten Regeln für das Multiplizieren mit dekadischen und dezimalen Einheiten wiederholen. Bei der Multiplikation mit dekadischen Einheiten kannst du ganz schnell das Komma und die Anzahl der Nullen nach rechts verschieben. Du kannst auch den Exponenten beachten. 10 hoch 1, somit hat 10 eine 0, die Hochzahl ist 1 und du musst das Komma um eine Stelle verschieben und hältst als Ergebnis 41,5. Bei 4,15 mal 100 hat 102 Nullen, der Exponent ist 2 und du musst das Komma um 2 Stellen verschieben und erhältst somit 415. 4,15 mal 1000, 1000 hat 3 Nullen, die Hochzahl ist 3 und du erhältst als Ergebnis 4150. Bei der Multiplikation mit dezimalen Einheiten kannst du ganz schnell das Komma um die Anzahl der Nullen nach links verschieben. Du kannst auch hier die Exponenten beachten. 0,1 führt eine 0, die Hochzahl ist minus 1 und das Ergebnis ist 0,415. Und nach demselben Verfahren erhältst du 0 nun für die Multiplikation mit 0,01 bzw. mit der Zehnerpotenz 10 hoch minus 2 das Ergebnis 0,0415. Und im dritten Beispiel bei der Multiplikation mit 0,001, Hochzahl minus 3, somit natürlich 0,00415. Was passiert nun im Spezialfall bei der Multiplikation mit 10 hoch 0? Dies entspricht natürlich einer Multiplikation mit 1. Die Ausgangszahl verändert sich nicht. Wir lösen nun die ursprüngliche Aufgabe. Trage den richtigen Exponenten in das Kästchen ein. Du siehst, das Komma wird bei Aufgabe A um 5 Stellen nach rechts verschoben. Somit ist die Hochzahl 5. Du multiplizierst mit 10 hoch 5. Bei B wird das Komma um 4 Stellen nach links verschoben. Du erhältst somit als Hochzahl minus 4. Pausiere nun das Video und versuche die nächste Aufgabe selbst zu lösen. Wie du sicher erkennen konntest, wird bei C das Komma um 4 Stellen nach rechts verschoben, der Exponent ist somit 4 und bei D muss der Exponent 0 sein, da 42 erhalten bleibt. 10 hoch 0 entspricht der Multiplikation mit 1. Die Aufgabe ist somit gelöst.